Fühlst du dich als Deutscher oder als Italiener? Oder schlägt dein Herz für beide Nationen? Also ich würde sagen, ich fühle mich als Südtiroler. Mhm. Ja, weil da komme ich her und jedes Mal, wenn ich reinfahre, fühle ich mich einfach unheimlich wohl, weil das Land hat so viel zu bieten. Ich habe eine wunderschöne Wohnung in Dorftirol, oberhalb von Meran. Und das, wenn man so im Herbst dort ist, wenn die Trauben reif sind und so, das ist schon toll. Also, ja, da bin ich ganz dauernd. Ich durfte letztes Jahr live dabei sein, als du einen ganz emotionalen Moment in Hamburg gefeiert hast. Kannst du kurz erzählen, was da passiert ist? Ja, ich habe durch meine jungen Leute, nach der Steffen Metzger, der hat gemeint, wir brauchen doch jetzt langsam mal einen neuen Herd. Aber es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Der hat immerhin 26 Jahre brav gedient und eigentlich noch ein altes System, eine Gasflamme unterhalb von einem Ring und die muss durch die übrige, unter die Platte durch, ganz rüber bis zum Kamin. Und das ist halt, hier kocht es, hier köchelt es und da kann man was warm stellen. Also das habe ich mir sehr schön schwer getan, den abzugeben. Die waren dann auch nicht da, wo sie den abgebaut haben. Und da habe ich ein paar schöne Rosen einfach als Dankeschön hingelegt, weil das ist ja auch ein man sollte ja immer alles, jede Tür, die man ausbaut, sollte man ehren, sollte man dafür danken, dass es so viele Jahre einen geschützt hat. Und so war ich mit dem Herd und dann hat ein Mitarbeiter von der Firma wohl dieselben Rosenstrauß geholt und das war richtig emotional, ja. Dass wir also den neuen Herd auch damit begrüßt haben, wie wir den alten verabschiedet haben. Das war sehr emotional. Eben der Hanusch hat 2 Jahre gebraucht, bis ich mich dafür entschieden habe. Ja. Ja, weil ich habe gesagt, du hättest den nicht gebraucht, oder? Also ja, er ist ja dauernd wieder ausgegangen, das heißt, weil die Thermoelemente nicht mehr so funktioniert haben und so weiter. Das war schon ein bisschen. Aber es war einfach irgendwie was Lebendiges, was Tolles. Ne? Ja. Wie lange bist du jetzt hier tätig in der Residenz? Also gekauft habe ich es vor 30 Jahren. Das war damals schon 3 Jahre geschlossen, also wurde auf Deutsch gesagt, keiner hat sich da drüber getraut. Und seit 27 Jahren sind wir, also im 27. Jahr jetzt offen, also im September sind wir 27 Jahre offen. Hattest du auch ein bisschen Angst, dass der Standort schwierig sein könnte, das zu machen? Weißt du, wenn man so etwas macht, dann muss man jeden Strohhalm nehmen, der einen hilft davon, sich zu überzeugen. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, ein gutes Haus hat nie eine schlechte Lage. Mhm. Ja. Und Lage kann man machen und ich war einfach wirklich auch überzeugt. Nur es ist natürlich auch schwierig, ein Tandris nach 14 Jahren aufzugeben, wo alles läuft wie ein Uhrwerk. Ja. Und das Ganze nochmal anzufangen. Aber es war absolut richtig. Wolltest du einfach dein eigenes Ding machen oder was war der Beweggrund, dein eigener Chef? Ich wollte unbedingt irgendwo zu Hause sein, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht das erleben, dass man mich mit 55 oder 60, was wir ja jetzt miterlebt haben, dass sowas gibt. Das habe ich mir damals schon gedacht, das will ich nicht erleben. Und das ist tatsächlich so passiert, ne? Wie wir ja wissen. Und dann habe ich gesagt, schau dir das an. Das ist ja ein psychologisches Problem. Ja, nicht unbedingt ein finanzielles. Und, so. Und deswegen wollte ich einfach immer was Eigenes haben. Ich wollte immer irgendwo zu Hause sein. Und hier das Haus, ich habe das gesehen und gesagt, das ist es. Ja, obwohl es 3 Jahre geschlossen war. Und da braucht man schon sehr viel Selbstvertrauen, Mut. Natürlich auch abwägen vorher, richtig ist falsch. Und ich habe immer wieder so einen kleinen Schubs, habe ich immer noch gebraucht. Da ruft mich einmal der damalige Besitzer, der Baron Kramer Klettern, bei ihm ist das so 2 Monate, haben wir das überlegt. Und sagt, also Herr Winkler, jetzt müssen Sie sich entscheiden, Sie sagen, ja, der will das kaufen. Dann habe ich gesagt, nein, ich hab's schon. Ja. Vielleicht braucht man manchmal auch diese Drucksituation, ja, was unbedingt, man tatsächlich unbedingt, macht. Unbedingt. Das ist dasselbe wie das andere. Da haben wir natürlich auch überlegt,
Das sagt der Eckert, komm Heinz, das machst du jetzt tun. Also, ich sage, jetzt seid ihr verrückt worden. Ich komme doch erst bei der Tür rein, nicht da eure Suchchefs und so weiter. Und dann bin ich in die Schweiz gefahren zu meinen früheren Chefs und habe gesagt, was soll ich tun? Jeder hat gesagt, den Schuh will ich mir nicht anziehen. Und dann bin ich Montag wieder rein, stand ins Büro reingehen. Und dann kommt man, wollte ich sagen, ich mache das nicht. Und dann kommt mir der Geschäftsführer entgegen und sagt, Herr Winkler, ich habe für Sie einen tollen Suchchef gefunden. Und das Nein ist hier stecken geblieben. Wer war das damals? Das war der Herr Stegmann damals, war der Geschäftsführer. Also der andere Suchchef. Also, das war der Hans Meier. Meier Hans, ja. Ja, und so braucht man halt doch immer manchmal noch so einen kleinen Schubs. Ja. Weil es ist halt nicht ganz so angenehm, nicht? Also, außer so einen laufenden Betrieb, der so läuft, ist dann das rauszubewegen. Ne? Glaubst du an Schicksal? Absolut. Ja, es klingt nämlich ein wenig danach. Ja. Naja, ich sage immer, man muss seine Aufgabe und ich habe das Haus gekannt und dann kriege ich die Chronik und da steht drin, 1620 kommt ein Tiroler Wirt, der zu Lebzeiten schon einen Namen hatte und hat im Chiemgau hier die Gastronomie ganz entscheidend geprägt. Also die Parallele ist sowas von, und ich bin da gestanden und dachte, ich kenne das Haus. Ja? Mhm. So, das ist halt für mich ganz typisch dafür. Das ist wie in der Schule, wenn man in der dritten Klasse sitzen bleibt, muss man sie wiederholen. Mhm. Das heißt, wenn man etwas nicht fertig gemacht hat oder nicht gut gemacht hat, dann muss man halt nochmal runter. Und dann kriegt man nochmal die Chance. Jetzt hast du mit dem Stefan Metzger einen ganz, ganz tollen Küchenchef. Ist er auch euer Mann für die Zukunft? Also ich will ihn auf jeden Fall so aufbauen. Nicht? Also er hat das auch toll angenommen, alles, also meine Küche. Er hat natürlich auch Ideen und die machen wir dann miteinander und sagen, okay, da müssen wir ein bisschen anders machen, müssen wir so machen und so weiter. Und daraus ergibt sich etwas, machen wir ganz Gutes. Wir haben etwas gemacht, wo er dann einen Journalisten gesagt hat, der Chef macht also normalen Gericht im Hand- und Rennen Weltgericht. Ne? Mhm. Weil er hat so Ideen, dann sage ich, ja, aber das müssen wir jetzt noch ein bisschen anders machen, das und das, so, und dann bums, ist toll. Und das Wichtigste ist ja als Koch, dass man merkt, was fehlt, dass es nicht schmeckt. Das ist das A und O. Wenn ich eine Soße probiere oder irgendwas probiere, weiß ich ganz genau, was ich rein tun muss. Ja. Und es ist halt nicht immer einfach. Nicht? Also es sind die einfachsten Dinge. Nicht? Also, wir haben jetzt mal Risotto gegessen, dann merkt man sofort, es ist zu wenig Flüssigkeit, es ist zu wenig Butter und es fehlt der Reduktion Weißwein. Ja. Also, und ja, ein Risotto muss fließen, der muss laufen, nicht? Und keine Bubble sein und so weiter. Und das ist halt etwas, was vielen jungen Leuten heute fehlt. Ich hatte damals einen Sous-Chef, der war 3 Jahre Sous-Chef in einem 3-Sterne-Haus. Natürlich ein bisschen moderne Küche, aber der konnte keine Milchlammquelle braten. Mhm. Oder Ochsenschwanz ansetzen. Ja, und das ist das Hauptproblem. Dass die jungen Leute eigentlich nur teilweise Punkte machen können. Und so steht da, was weiß ich, in Heugegart und oh, wenn das ist, dann sagst du, wo ist das Ganze? Mhm. Ja? Und da ist halt, wo ich finde, also man muss nicht immer nur was Neues machen, man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn es schon da ist. Und eine gute Küche ist einfach eine gute Küche. Ganz egal, ob es thailändisch oder italienisch ist, aber das muss einfach richtig gemacht sein und gut sein. Und da hoffe ich, dass das vor lauter Vorwärtsdrang nicht ganz verloren geht. Also ich bin auf jeden Fall schon zu erwachsen, dass ich mich da noch ändere. Mhm. Und es gibt einfach Dinge, ja, das Jungschweinsrecken haben wir hier ein Abendessen gehabt und ich bin auch von irgendwo hergekommen und sage, lass mal schnell probieren. Halb Senior oder so leicht rosa, natürlich nicht zart. Ne? Und dann beim Schweinebraten braucht man Zwiebeln. Mhm. Und da geht man her und schmeißt unten richtig so viel Zwiebel rein und beim Braten rauf und rein ins Rohr nochmal. Und dann ist er nach einer Dreiviertelstunde total zart. Mhm. Ja. Und das sind alles so Dinge, die also, ja, oder wenn sie. Wenn etwas zu sauer ist, nimmst du einfach eine Lorbeer her und
gehst fünfmal da durch und ist alles weg. Mhm. Wer weiß es noch. Das sind alles so Dinge, die einfach wichtig sind. Sind das Dinge, die man irgendwie aus der Not heraus in einer langen Karriere lernt? Oder ist das ein Fundament, wo du sagst, das muss man gleich zu Beginn lernen? Nein, das lernt man in einer langen Karriere, weil also als ganz junger Koch nimmt man das manchmal gar nicht so wichtig. Wisst ihr, wie ich da drauf gekommen bin mit dem Lorbeer? Weil ich mich erinnert habe, wenn ich mit meinem Vater in Brixen war, da hat er immer saure Suppe gegessen und das war mit Kutteln. Und da war das Lorbeer drinnen. Und dann das ist mir plötzlich wieder gekommen. Ich denke, saure Suppe, Lorbeer, warum? So. Dann habe ich es ausprobiert, zack. Und da war es. Und heute gebe ich es natürlich weiter. So. Wenn es sauer ist, bin ich gerettet, der ganze Geil. Lorbeere. Das sind zwei Dinge. Ist Ruhestand für dich ein Fremdwort? Naja, was heißt, Ruhestand ist sowieso das Gefährlichste. Weil ich sage immer, wenn man den Berg hochgeht, um auf den Weg nach oben runterzuschauen, muss man stehen bleiben, sich umdrehen. Und eigentlich, das ist ja schon vorbei, man muss nur nach vorne schauen, immer nur nach vorne. Das, was war, ja, und vor allem auch ein bisschen aus der Geschichte lernen. Ne? Ich habe damals gesagt, okay, wir sind ein Hotel, ich habe immer gesagt, wir sind ein Restaurant mit Zimmer. Mhm. Nicht? Aber wenn man die Geschichte ein bisschen verfolgt, so 1920, wo Adlon und so weiter die großen Häuser waren, da kamen die Leute noch mit dem Zug. Mhm. Und dann waren es 7, 8 Veranstaltungen nebeneinander in verschiedenen Räumen. Alles hat sich im Hotel abgespielt. Dann kam das Auto, dann war es schick im Hotel zu wohnen, ins Restaurant zu fahren mit dem Auto, um das auch herzuzeigen und so weiter, und dann vielleicht noch in eine Bar und dann wieder zurück ins Hotel. Dann kam, dass man nicht mehr fahren darf, wenn man was getrunken hat. So, was ist die Quintessenz? Das Hotel kommt wieder ins Spiel. Funktioniert das Restaurant ohne Hotel? Also bei uns hier wahrscheinlich nicht so gut, nicht? Also weil können Sie nichts trinken. Das heißt, es fehlt kompletter Umsatz, nicht? Weil da liegt ja beim Wein. Und zweitens genießt man den Abend nicht so, wenn man fahren muss. Ne? Und so sagen wir, wir bleiben eh hier. Also. Eine Bereicherung für die ganze Region seid ihr. Ja, gut. Früher hat man ja Aschau nicht unbedingt gekannt. Nicht? Also, die ersten Gäste fuhren nämlich Aschau am Inn. Mhm. Ja, und einmal eine Weihnachtsfeier. Da hat eine Unternehmensfirma in München Weihnachtsfeier bei mir gemacht. Und der kommt an, der Chef mit seinem Sohn, und sagt, sind meine Leute schon da? Und ich sage, nee, ist noch niemand da. Dann hat er telefoniert, ist der Bus nach Aschau am Inn gefahren. Wie weit ist das weg von da? Oh ja, also sagen wir mal, Stunde, gute Stunde. Aber das war halt auch, also München, der sagt, so, die Leute, was schon ist, nicht so. Die haben sie nicht sagen, teilweise. Was war dein emotionalster Moment in der Küche? Kann man das sagen? Ja gut, ich meine, der emotionalste Moment ist natürlich immer, wenn man einen dritten Stein kriegt. Mhm. Das ist schon... Gleichzeitig durchfährt sein natürlich auch im Kopf, wo man sagt, was soll ich jetzt ändern, was kann ich besser machen. Deswegen sage ich immer, jede Auszeichnung ist eine neue Verpflichtung. Ne? Also man muss der Auszeichnung gerecht werden. Wenn die Leute lesen, der hat 3 Sterne oder wurde Koch des Jahres oder ist einfach die Erwartung da, die muss man dann schon erfüllen. Fällt irgendwann der Druck, wenn man so wie du alles erreicht hat, ab? Oder macht man sich selbst sowieso ohnehin den größten Druck? Nein, er fällt schon ab. Ja. Sagt eigentlich, ich habe ja meine 10 Jahre in München und 10 Jahre hier 3 Sterne gehabt. Also mit 20 Jahren 3 Sterne kann man eigentlich schon leben. Nicht, also da muss man sich jetzt. Und wie gesagt, der Jüngste damals mit 31 war ich der Jüngste der Welt zur damaligen Zeit. Der erste Italiener nebenbei. Der erste Italiener, wie gesagt, und nachher kam Alan de Kassel mit 33. Mhm. Ja. Also von daher haben wir eigentlich schon Dinge gemacht, an die man gar nicht zu denken hätte getraut. Nicht? Aber natürlich, wenn man sowas übernimmt wie den Witz jemand abzulösen, dann ist es natürlich, wenn es gut geht, ein Katapult. Ja.
Dann wird man so nach vorne geschossen, bei den anderen das ganze Leben nicht hinkommen. Hast du da eigentlich Angst gehabt, dass du es damals übernommen hast, in diese Fußstapfen zu treten? Oder? Nein, dann, wo ich ja gesagt habe, war ich dann noch beim Buckelsund und so weiter. Und dann haben wir uns richtig reingekniet. Ich bin das ganze Jahr nicht mehr vor der Tür, dann nur noch Bücher und das und gelesen und geschrieben. Und dann, wo ich Eckert abgelöst habe, ist er Koch des Jahres geworden. Und dann sind wir runter auf einem Stern von zwei. Und ein Jahr später habe ich den zweiten Stern wieder gekriegt und bin ich Koch des Jahres geworden. Ich weiß nicht, gut, mitten im Service hat er angerufen und hat gesagt, wir müssen Sie nur sagen, weil wir wollen die Feier bei Ihnen machen. Ich habe dreimal nachgefragt, wie bitte, was ist los? Ich habe das gar nicht glauben können, dass ich Koch des Jahres werde. Ja, und dann natürlich der dritte Stern. Und das Lustige war ja, wir haben gejoggt miteinander, der Eckert und ich im Englischen Garten. Und dann sagt er zu mir, wir blühen schön trotz etwas. Das wäre mir sonst gar nicht eingefallen. Mhm. Und dann bin ich natürlich damit in die Werbung gegangen, mhm. Der jüngste Dreisteiger. Manchmal ist schon interessant, wie sich alles so spielt. Mhm. Und alles war eigentlich Vorbereitung, dass ich das hier mache. War das schon immer im Hinterkopf oder hat eines zum anderen geführt? Hast du immer schon gewusst, dass du, also nicht vielleicht jetzt de facto das, aber etwas in die Richtung machen willst? Was eigenes, ja. Ja. Das habe ich immer schon gewusst. Ich wollte mit 20 Jahren schon selbstständig machen. Da fällt meistens das Budget, gell? Ja, ja, und vor allem, es wäre zu wenig Erfahrung gewesen und so weiter. Aber, und ich wollte ja, das ist der Unterschied zu heute, wo die jungen Küche sagen, wo ist mein Sponsor? Mhm. Der Eichbauer hat mir dann die Minuszahlen präsentiert, jedes Jahr haben wir schon drei Sterne gehabt. So mit 200.000, 300.000 und so. Und dann habe ich gesagt, wenn ich morgen bei dir rausgehe, bin ich ja gar nicht lebensfähig. Ich habe gesagt, ich will das nicht, ich gehe weg. Dann sagt er, Sie brauchen nicht weggehen, Sie können auch das andere sagen. Dann sage ich, wie soll ich das machen mit dem Minus? Sie brauchen nur die Budgetzahlen einhalten, kriegen das ganze Haus in eigener Führung. Und wenn Sie Gewinn machen, kriegen Sie 40%. Boah. Dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir so viel Minus machen, muss man jetzt nicht sagen, gewinnen. Dann haben wir gedacht, das gefällt mir. Dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich das rausgepowert innerhalb von 4 Jahren, schon auf 400 plus. Und das Größte daran ist, dass die Bank gesehen hat, der kann rechnen, den können wir das Geld geben. Und nur weil ich das hingekriegt habe, hat man mir hier 14 Millionen nur auf meinen Namen gegeben. D-Mark damals, oder? D-Mark, ja. Bist du der bessere Koch oder der bessere Betriebswirt? Also ich würde sagen... 3 Sterne Betriebswirt. Ja, also... hält sich die Waage. Also, aber mein Koch, ich war da immer schon so verflissen in Italien unten. Mit 16 Jahren war ich in Milano Moretti Markt, ein paar Tische haben mich nicht kochen lassen. Da bin ich einfach mal um 4 in der Früh aufgestanden und bin in die Küche gekommen. Und da war alles gekocht, wo der gekommen ist, war alles fertig und seitdem durfte ich kochen. Also ich habe mich aber nicht aufhalten lassen irgendwo. Nicht. Und was das Betriebliche anbelangt, ich habe mit 10 Jahren schon den Nachbarn beim Bahnhof die Kaninchen gekauft und sind auf den Markt gegangen und die teurer verkauft. Das muss einem liegen. Das kann man bei uns 11 Kinder, der Älteste und ich der Jüngste, wir haben was auf die Beine gestellt, alles andere. Ja, man spürt es auch, es ist sehr, sehr familiäres Ambiente, wenn man reinkommt. Ich glaube, das ist auch immer so ein gutes Zeichen, wenn die Stimmung unter den Mitarbeitern sehr gut ist, dann kann man das nach außen transportieren, ja, oder? Ja, und vor allem auch, wenn die Gäste reinkommen. Ja. Das Gefühl zu haben, nach Hause zu kommen irgendwie. Alle sind froh, wenn sie, dass wir kommen, nicht? Dass sie dieses Gefühl geben, das ist, deswegen habe ich auch so einen Spruch geprägt, jeder Tag ist der wichtigste Tag. Mhm. Wenn man das halten kann, dann macht man etwas richtig. Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz, lieber Heinz. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen euch hier alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Schön, dass ihr da seid. Ja. Danke dir.